in dem Zimmer, wo wir unsere Hoffnungen und Träume miteinander geteilt hatten. Kevin, hi. Sie sind wirklich hier? Kriegst du heute deine Füllung? Ja. Gut. Das solltest du auch nicht schleifen lassen. Hören Sie, Miss Hassenfuss. Ich höre auf deinen Rat. Ich werde hier weggehen. Was? Ich konnte doch nicht ahnen, dass sie sich das so zu Herzen nehmen würde. Wieso denn? Ich gehe wieder täglich zur Schule, darum. Ich hoffe, ich werde Zahnärztin. Ich dachte mir, vielleicht für Kinder. Ich meine, eines Tages muss man es ja wagen. Irgendwie bin ich nervös. Das machen Sie sicher fantastisch. Hey, ich komme mit meinen Kindern zu Ihnen. Versprochen. Und in diesem Moment lernte ich etwas über Angst und Mut. Wenn diese Frau mutig genug war, das Leben bei den Hörnern zu packen, dann konnte ich das vielleicht auch. Miss Hassenfuss? Ich krieg eine Füllung. Würden Sie assistieren? Letztendlich war dieser Termin halb so schlimm. Irgendwie war es sogar eine schöne Art, auf Wiedersehen zu sagen. Vielleicht lag es nur an dem Novocain, das durch meinen 98 Pfund schweren Körper strömte, aber ich hätte schwören können, dass Miss Hassenfuss Tränen in den Augen hatte. Und als alles vorbei war, gab es nichts mehr zu sagen, außer... Vergiss nicht zu putzen. Wir auch nicht.